Ja, ich möchte Ihnen fünf Impulse mitgeben zu dem Thema. Impuls Nummer eins, Blockchain verändert das Internet. Wir reden natürlich heute über Digitalisierung und bevor wir jetzt in die Energiewirtschaft kommen, kann ganz klar sagen, wir werden gleich mal probieren zu erfassen, was macht die Blockchain, was hat die Blockchain bisher mit dem Internet gemacht. Grundsätzlich ist die Blockchain eigentlich was ganz Langweiliges. Weil letztlich ist es nur eine Datenbank, eine transaktionale Datenbank. Das heißt, ich halte eigentlich nur Transaktionen, irgendwelche Interaktionen nach. Das hat der Tobias Federico vorhin, fand ich vorhin ganz schön auf den Punkt gebracht. Sie macht das aber in einer sehr besonderen und in einer sehr komplexen Weise. Und das Grundprinzip dahinter ist relativ schnell erklärt. Wenn wir jetzt Transaktionen untereinander machen würden, dann wäre die Idee dahinter, dass bei jedem, bei allen, die einen Rechner hätten und da ein Buch geführt wird, wo diese Veränderungen abgespeichert würden und ständig untereinander in gewissen Abständen die synchronisiert werden und auf jedem Rechner, der dann laufen würde, wo dieses Programm drauflaufen würde, sozusagen derselbe Stand der Transaktionen da wäre. Das ist eigentlich das Grundprinzip. Und das hat jetzt aber relativ interessante Implikationen. Die eine davon ist, dass man damit Informationen einen Knappheitsgrad mitgeben kann. Ja, das heißt, wenn wir jetzt ein Bild heute in JPEG übertragen wollen, dann machen wir eine Kopie, schicken das irgendwo hin, aber ich kann das überall hinschicken. Wenn ich das mit Geld mache, wird schon klar, das sollte ich mir überlegen, Geld sollte ich nicht mehrfach verschicken dürfen. Das heißt, da kann ich das nicht verknappen. Die Medienindustrie hat da sehr schnell die Problematik dahinter begriffen, als man ins Internet in E-Commerce eingestiegen ist, ja, weil ich nicht verknappen konnte und damit das Wissen zu verbreiten war. Wenn wir jetzt wieder zurückkommen, so ein bisschen in die Energiewelt, dann wird schnell klar, aha, hier haben wir ein Netz und Elektronen, wenn ich die wegschicke, dann sind die weg. Wenn ich die jetzt aber quasi taggen könnte, sozusagen mit einer Signatur versehen könnte, dass ein Elektronenfluss irgendwohin nachgehalten werden kann, dann könnte das was verändern. Dann könnte es den Energiehandel verändern, dann könnte das das Grid-Management verändern. Und da geht die Geschichte hier so ein bisschen hin. Denn wenn ich diese Transaktionen habe im Internet und Verknappungen durchführen kann, ich komme jetzt wieder, schwenke mal einmal schnell zurück zum Internet, dann bekomme ich eine Tauschoption, die ich bisher so nicht hatte. Denn ich kann digitale Güter, Eigentumsrecht etc. plötzlich beschreiben, auskaufen, Auto kaufen, dieses Recht kann ich übertragen und dann ist das übertragen, ist nachhaltbar und ich kann das nicht nochmal verkaufen und nochmal vergeben, weil das würde sofort auffallen, alle anderen würden merken, ups, das war schon mal, ist nicht anerkannt. So, und das, was die Blockchain oder die Blockchain-Technologie macht, das sehen wir hier oben im Bild, das ist eigentlich egal, die Geschichte dahinter, der Grundmechanismus, es gibt sehr verschiedene Blockchains, Ansätze, Blockchains, die bekannteste ist in der Tat die von Bitcoin, was aber immer das relativ gleiche Prinzip ist, die sammeln irgendwelche Transaktionen ein und dann geht es darum, die in diese Chain reinzubringen, das heißt erstmal in so einen Block zu formen und dann in die Chain reinzubringen. Und das Ganze funktioniert über, das ist das, was jetzt relativ komplex abläuft und das brauchen wir jetzt auch nicht wirklich zum Verständnis weiter durchexerzieren. Aber die Idee ist dahinter, dass das sehr stabil ist, sehr sicher ist, zumindest von der IT-Sicherheitsseite, sehr stabil ist und es herrscht Transparenz. Alle haben denselben Stand von den Transaktionen, die laufen. Wir haben an ein, zwei Stellen schon mal gehört, dass Ende-zu-Ende-Sicherheit im Internet Voraussetzung für viele Dinge sein kann. Es ist aber auch so, dass bestehende Prozesse zunehmend kritisch zu sehen sind, die wir heute haben, Transaktionen, die wir ablaufen lassen. Und daran wird sehr deutlich zwei Probleme. Das eine ist, dass Ende-zu-Ende-Sicherheit im Internet immer schwieriger herstellbar ist. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen den Fall, dass mit Yahoo ein großer Hackerangriff rauskam, über 550 Millionen erfolgreiche sozusagen Adressen oder Kontaktdaten dort gehackt wurden, Accounts gehackt wurden. Das ist natürlich eine ganze Menge. Und diese Dinge zeigen immer, es geht hier nicht darum, dass jemand einfach nur geschickt wird, was zu hacken. Die Algorithmus ausgetrickst hat oder was, Firewall überwunden hat, sondern letztlich liegen dahinter ganz oft menschliche Fehler. Man hat dort einen Intermediär dazwischen, einer, der viele, viele Daten sammelt und die verwaltet und damit irgendwas macht. So, und damit ist man angreifbar. Das Prinzip bei der Blockchain ist, dass dieses Wissen verteilt bzw. offen ist und damit diese Angriffe auf eine Identität so in der Form nicht stattfinden würden. Das große Missverständnis, das häufig aufkommt bei Blockchain ist, dass man sagt, ja gut, aber das ganze, nehmen wir mal Sensordaten oder die ganze Geschichte, die ganze personale Identität von jemand, meine ganze Geschichte, ist dann ja einsehbar. Nein, das ist nicht, sondern da muss man einfach trennen zwischen das, was tatsächlich transaktional nachgehalten wird,
als Historie von Transaktionen und das, was Inhalte sind. Beispielsweise, wenn wir jetzt von Smart Meter Daten oder generell Sensordaten reden, die würde ich niemals in eine Blockchain packen, sondern die sind parallel dazu. Die muss ich in eine schnelle, große Datenbank packen, die für den zugänglich ist, der da Zugriff haben soll, aber nicht sozusagen in die Blockchain packen. Ja, zweiter Impuls. Jetzt zurück zur Blockchain-Energiewirtschaft. Das eigentlich Spannende an der Blockchain aus meiner Sicht ist, die Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten für die Echtzeit-Energiewirtschaft. Das heißt, das, was wir an mehreren Stellen heute auch schon gehört haben, zuletzt vom Staatssekretär gehört haben, Internet der Dinge, Milliarden Dinge miteinander in Kontakt zu bringen, sich auszugleichen. Und das bietet die große Chance, subsidiäre Gedanken vorzuentwickeln. Das heißt, Probleme auf den Ebenen zu lösen, wo sie entstehen. Und ist das volkswirtschaftlich wünschenswert oder nicht? Ich glaube ja. Und wenn man mal ganz stark vereinfacht, dann kann man sagen, dass das traditionelle Energiesystem, also nicht das, was wir jetzt haben, sondern das, was wir vor 10, 15, 20 Jahren hatten, extrem ineffizient war. Warum? Weil der Netze nach Spitzen dimensioniert haben, nach ein paar Verbrauchsspitzen im Jahr und Nachfrage grundsätzlich, ganz ein paar Ausnahmen abgesehen, nicht mit eingeschlossen haben, schon gar keine aggregierte kleine Verbraucher mit aggregierter, mit eingebunden haben, steuerbar gemacht haben. Das war nicht drin, das war auch nicht notwendig, überhaupt kein Problem und so weiter. Das Problem ist jetzt, dass wir ein dezentrales Energiesystem aufgebaut haben, wir Deutschen ganz besonders mit unserem Erzeugungspark, nämlich wo wir die hingestellt haben, dass wir zunehmend einen hohen Backup-Bedarf brauchen, Regelenergie setzen müssen. Das ist, glaube ich, allen klar. Wir bauen Redundanzen auf und damit haben wir sozusagen ein System geschafft, was eigentlich noch ineffizienter wird. Eine Blockchain oder ähnliche Technologien hätten jetzt den großen Reiz, dass ich über diese Mikrotransaktionen, die plötzlich attraktiv werden, günstiger werden, so zumindest das Versprechen der Technologie, Ressourcen erschließen kann, die ich bisher nicht erschließe, die mir heute zu teuer sind. Weil kleine Abrechnungen, Transaktionen einfach sehr teuer sind. Und wenn ich das peu à peu runterbreche und sage, aha, lokal lohnt sich dann auch der berühmte Kühlschrank, den man oder die Waschmaschine, die keiner steuern will, weil es das nicht lohnt. Wenn ich in der digitalen Welt bin, wo Transaktionskosten gegen Null gehen, soweit das Versprechen zumindest, dann ist es egal, was dahinter steckt. Dann ist auch die Frage, ob ich dort einen Geschäftsprozess habe oder ob ich dort mehrere Haushalte habe, letztlich uninteressant. Die schöne Geschichte bei der Blockchain ist, wenn man sich das grafisch mal überlegt, ist, dass letztlich ich die Möglichkeit habe, mit so einer Technologie den Handel von Energie, die Energiemengenflüsse auf der oberen Ebene, mit dem Elektronenfluss auf der unteren Ebene zumindest näher zusammenzubringen. Also das Taggen von Elektronen klappt natürlich damit nicht, aber ich komme relativ nah ran. Und das ist eigentlich das Spannende dahinter, zu sagen, was impliziert das, was verändert das alles. Jetzt können Sie sagen, das ist alles sehr weit hergeholfen, das ist alles sehr theoretisch, in der Zukunft vielleicht mal ganz nett, und kann man mal mit rumspielen. Dieses Beispiel hier ging durch die Presse, das ist eine Blockchain-Anwendung, eine Microgrid in Brooklyn, Queens. Und dort hat man tatsächlich, und mittlerweile sind das 100 Nachbarn, die dort involviert sind, es sind PV auf dem Dach und dann kann man den anderen Nachbarn, wenn man nicht selbst nicht da ist, den Strom sozusagen überhandeln, ich verkaufe den, ich liefere den. Diese Anwendung, die entstanden ist, war eigentlich schwerst illegal. Das hat in einem größeren Demonstrationsprojekt stattgefunden in Brooklyn, Queens und dann hat der örtliche Versorger, integrierter Versorger, Con Edison hat gesagt, nee, das ist in Ordnung, das passiert hier, das ist Teil unseres größeren Projektes, was hier läuft. Man hat so eine Art Umarmungsstrategie gefahren und das war einer der Gründe, warum das auch so populär, glaube ich, auf der Welt aufgenommen wurde. Aber was hier passiert ist, dass die untereinander Nachbarn Strom handeln und der Stromversorger hatte damit erstmal nichts zu tun. Die Frage ist, ist das sicher, ist das effizient, was da passiert? Ich hatte zu dem volkswirtschaftlichen, zu dem effizienten schon was gesagt. Wenn das tatsächlich bedeutet, ähnlich wie bei Modellen à la Uber und Airbnb, die vielfach zitierten Beispiele, wenn es tatsächlich gelingt, unterausgelastete Ressourcen, die heute nicht entsprechend ausgelastet sind, besser auszulasten, Handel so zu treiben vor Ort, dass nicht entsprechend Energie ausspeisen muss, einspeisen muss im lokalen Netz, dann kann das sehr wohl effizienter sein. Die Frage ist, wer verdient hieran? Wer steuert das Ganze? Wonach steuert sich das? Was passiert auf der Netzebene? Kommen wir gleich zu. Die Reaktionen erstmal auf der Handelsebene waren doch enorm. Also wenn Sie, das ist der Impuls 3, wo wir übergehen, Potenzial zur Disruption, ist die Aussage, dass sowohl Startups als auch
etablierte Unternehmen natürlich Chancen haben. Aber die Reaktion war erstmal auf der, in der Presse weltweit, und ich habe hier mal ein paar deutsche oder österreichische Presseorgane aufgeführt, das wurde schon als sehr disruptiv wahrgenommen. Das heißt, der Energieversorger wird letztendlich abgeschafft. Das war so die These dahinter. Wofür brauche ich dann noch einen Energieversorger? Außer jetzt jemand, der es noch ein bisschen im Netz gemacht hat. Und die Überlegung ist natürlich im ersten Moment auch erstmal berechtigt und sagt, naja, wenn da jemand erzeugt und der investiert das halt, dann zahlt er halt vielleicht einen höheren Strompreis. Wir wissen nicht, ob das günstiger sein muss, als das er bisher kriegt. Wahrscheinlich ist es erstmal teurer. Aber es funktioniert doch irgendwie. Und das Schöne ist an dem New Yorker Beispiel, das ist Teil von einem größeren Rahmen. Da kommen wir jetzt zur Netzebene. Die New Yorker haben in den letzten 4 Jahren einen Reformprozess gestartet, der, glaube ich, weltweit seinesgleichen sucht, in einem unglaublichen Tempo. Probiert unter anderem, sehr breit gefächert das Ganze. Ich hole jetzt mal einen Aspekt hier raus, nämlich den des Plattformbetreibers. Der Netzbetreiber kriegt sozusagen eine zweite zusätzliche Einnahmequelle hinzu, dass er verschiedene kleinste Einheiten einbindet. Ein Lieblingsbeispiel an der Stelle sind immer die mobilen Klimaanlagen in New York. Das kennt die draußen hängen. Überall im Sommer, die machen mal 30% der Spitzen aus. Das heißt, das ist natürlich ein entsprechender Anreiz, die auch einzubinden und sozusagen Lasten generell wegzunehmen. Und man hat hier einen Flexibilitätsmarkt geschaffen, der wirklich Flexibilitätsmarkt, einen regionalen. Und da ist dann die Frage, was macht der Plattformbetreiber? Der Plattformbetreiber managt die Plattform. Das heißt, der bindet Geräte an, aber nicht, wie wir vorhin gehört haben, bei den Lechwerken, bei dem RWE-Modell in Süddeutschland, sondern bei den Lechwerken haben wir dort auf der Netzebene jemanden, der alles steuert. Dann haben wir sozusagen eine Dauergeldphase. Was hier gemeint ist, ist tatsächlich nur der Plattformbetreiber, sondern darüber agiert der Markt. Jetzt haben wir dort ein Nodal-Price-System, also ganz, ganz viele kleine Preisungen und einzelne Knoten, wo wir einen Großhandelspreis für rausbekommen. Es gibt dort keinen Redispatch. Das ist eine etwas andere Situation. Trotzdem ist es interessant hinzuschauen und zu sagen, das Ganze zu vergleichen, zu sagen, was wäre das dann bei uns? Ist das möglich, sowas auch zu übertragen? Und dann vor allem zu schauen, wie fügt sich da dieses Blockchain-Beispiel ein? Ist das denn dieser Untereinanderhandel, macht das denn Sinn? Und tatsächlich widerspricht der grundsätzlichen Zielen dort nicht, nämlich Netzausbau möglichst lokal auch zu verhindern, das Netz möglichst weit auszupassen. Man sucht doch nach Antworten, man hat doch viel, viel mehr Fragen im Moment auf dem Tisch, als man Antworten hat. Die Amerikaner manchmal sind sehr pragmatisch, man läuft los und sucht die Lösung beim Lauf. Ich habe Ihnen hier mal ein paar Beispiele aufgeführt für EVUs, weil ich glaube, dass die grundsätzliche Frage, ist das eine Sache für Drittanbieter, wir haben heute Sonnen gehört von einem Modell, die ja ein bisschen in die Richtung gehen, Mieterstrommodell etc. wäre natürlich sofort auch denkbar, die in die Richtung gehen. Ist das was grundsätzlich Disruptives im Sinne von, dass das klassische Geschäftsmodell über den Haufen schmeißen? Erstmal glaube ich, kann es bestehende Geschäftsprozesse schneller machen, deutlich schneller machen. Abrechnung, Regelenergie, Auslandsenergie heute 2 Monate bis 1 Jahr, dann meistens nicht korrekt. Der Handel hatte heute Herr Frederico erzählt, Handelssysteme, Großhandel können wir natürlich entsprechend schneller machen. Die Frage ist auf der Netzebene, wo ist da der Anreiz da, dort was zu machen? Naja, ein Netzbetreiber, so wie wir das vorhin gesehen haben, dort in New York, der so eine Plattform betreibt, und als solchen kann man sich natürlich auch bei uns, dem Verteilnetzbetreiber, mit zunehmender Bedeutung seiner Aufgaben auch vorstellen, sehr gut sogar vorstellen, dass er eine Blockchain betreibt, wo die ganzen Anlagen, die dort mal da sind, mal nicht da sind, mal auf dem einen Markt spielen, nicht auf dem Markt spielen, also Eigenverbrauch oder nicht, dort zusammenbringt und managt. Und diese Modelle sind denkbar. Dann kommen wir zum vierten Impuls. Blockchain-basierte Anwendung, ob die denn wirklich skalieren. Und da ist eines der Themen, über die man sprechen muss, beziehungsweise wo heute sehr viel Entwicklung betrieben wird. Ich würde sagen Forschung auch, aber vor allen Dingen auch Entwicklung. Das heißt, das sind Unternehmen ganz stark dran. Es gibt eine Art Geschwindigkeitsparadoxon. Das heißt, auf der einen Seite sage ich, Blockchain ist doch super, Blockchain kann zu einer Echtzeitenergiewirtschaft beitragen, Kleinsttransaktionen hochfrequent ermöglichen. Auf der anderen Seite bedeutet aber das Updaten, das Synchronisieren, um diese einzelnen Transaktionen abzuspeichern, zu ordnen und das dadurch einen Zertifizierungsstempel drauf zu, einen Validierungsstempel drauf zu setzen, das erfordert in der Tat relativ viel Rechenpower und das ist im Moment eine Geschwindigkeitsbeschränkung.
Das hatte Tobias Federico mit 17 Sekunden Translationsgeschwindigkeit angegeben. Ich würde das mal einen Schritt zurückgehen und sagen, die genaue Zahl ist eigentlich uninteressant. Was interessanter ist, wer geht damit auf welche Art um? Und da kann ich Ihnen mitgeben, dass aus meiner Sicht Ethereum ganz klar die Blockchain ist, die da relativ weit ist, wo man am meisten erwarten kann im Energiebereich. Und Proof of Work hieße, ich mache diesen klassischen Weg über Hashes den richtigen finden und diesen Validierungsstempel draufsetzen. Das sind diese, wer das Blockchain ein bisschen auskennt und ein bisschen gehört hat bei Bitcoin, das sind diese berühmten zusammengeschalteten Grafikkartenprozessoren in China, wo angeblich mehr Rechenpower sitzt als Google komplett kombiniert in aller Rechenleistung auf der Welt heute. Und das wird nicht ausreichen, wenn wir das ins Energiesystem skalieren. Wenn man einen Proof-of-Work-Ansatz fährt, Proof-of-Stake-Ansatz würde bedeuten, ich gebe so eine Art Vertrauensvorschuss oder ich hafte mit der Einheit beim Mining, die ich als Belohnung kommen würde, wenn ich dieses Rätsel löse und wenn ich dieses Mining betreibe. So funktioniert das. Also diejenigen, die da so einen Stempel draufsetzen, die werden belohnt. Und jetzt kann ich sagen, jeder oder viele von uns könnten das machen, wenn sie mit einem gewissen Einsatz dafür haften. Das ist, sagen wir mal, grob beschrieben, der Ansatz, der sich da durchsetzt aktuell, den man so sehen kann. Es gibt noch ein paar andere, aber ich glaube, die sind da nicht so zentral. Ja, und das Zweite ist, dann sind wir wieder beim Netzbetreiber oder einem Unternehmen, im Unternehmensnetzwerk sehr interessant, zu sagen, eine Art Permission Ledger, das heißt eine zentrale Steuerung einer Ledger, der die Rahmenregelung festlegt und dann das Ganze sozusagen überwacht, die Governance macht, aber nicht eingreift. Und das kann man sich sehr wohl vorstellen. Womit wir dann bei dem Punkt sind, Ethereum, der nächste Schritt, selbst ausführende Verträge. Dahinter steckt, das hört man, liest man dann sehr schnell, das sind dann sozusagen die Bots, die darauf laufen, die dann auch noch komplette Verträge ausführen können. Ja, also das ist sozusagen eine Art Turing-Maschine, die da mit drin steckt, also nicht nur einen Vertrag nachhalten, sondern auch an gewisse Bedingungen knüpft. Tritt irgendwas ein, eine Frequenzüberschaltung, könnte ich das im Smart Meter sozusagen vorhalten, dass ein Smart Meter dann ein Signal gibt, alles klar, Netzbetreiber, Geldphase, du bist dran und bitte steuern. Das könnte in meinem Vertrag drin sein, ohne dass das groß im Governance-System braucht, dass es überwacht. Das ist zumindest die Idee, die Überlegung dahinter. Die nächste Herausforderung ist Interoperabilität von Blockchains. Das heißt, wie kann dann so eine Netzbetreiber-Blockchain mit anderen Blockchains überhaupt zusammenarbeiten? Wie groß muss ich dimensionieren? Wie viele brauche ich, dass das in Gang kommt? Das ist zwar auf der einen Seite das Schöne an der Blockchain, dass je mehr teilnehmen, desto sicherer wird das Ganze. Aber auch der Nachteil, das heißt, ich brauche nur entsprechend viele, die mitmachen. Ja, ich bin da auch schon fast am Ende. Handlungsbedarf. Ich habe einige Punkte aufgeführt. Datenschutz und Blockchain, das sind ganz viele offene Fragen hier, da werde ich ja gar nicht viel zu sagen, die sind offen, das ist ungeklärt. Wir haben die Frage Bilanzkreismanagement, macht es nicht Sinn, vielleicht Mikrobilanzkreismanagement zu betreiben, die Grenze anders zu ziehen als bisher. Regelleistungsmärkte, brauche ich die in der Form so überhaupt noch, macht nicht dann auch ein anderer Preisfindungsmechanismus Sinn. Heute haben wir ein Pay-as-Bit-Verfahren, das kommt aus der Deliberalisierung, weil man damals zu wenig Angebot hatte. Das sollte man weiterdenken, diesen Mechanismus zu ändern. Und natürlich Finanzierung der Infrastruktur. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt, wenn man jetzt in Richtung Versorger denkt. Diese Möglichkeit, Strom zu handeln zwischen Versorgern, zwischen Unternehmen lokal, ist auf der einen Seite natürlich eine Herausforderung. Ich verkaufe diesen Strom nicht, oder vielleicht nicht unbedingt direkt. Das stimmt. Auf der anderen Seite ermöglicht das aber auch Kommunenversorgern vor Ort, Wertschöpfung vor Ort zu halten. Ganz entscheidender Beitrag. Und da muss man sich überlegen, wenn ich sowieso langfristig weniger Strom verkaufe, macht es vielleicht Sinn, diese Wertschöpfung dann noch vor Ort zu haben und das zu steuern. Steuern zu können, darauf einen Einfluss zu haben. Ja, ganz zum Abschluss, die Grafik haben wir heute auch schon mal gesehen, das ist die berühmte Halbkurve. Und ganz hier oben sehen Sie die Blockchain abgetragen. Wir sind definitiv im Halb, überhaupt keine Frage. Ich will ja auch jetzt keine Gesetzmäßigkeit unterstellen dieser Kurve, aber es zeigt natürlich schön die Optionen an, wo man sich hinentwickeln kann. Auch wie schnell das dann da runtergehen kann, für mich ist die Frage. Die Blockchain ist definitiv aus meiner Sicht eine hochinteressante Technologie, die ermöglicht, einen Schritt zu machen für Versorger, wirklich in Richtung Echtzeit zu gehen und Prozesse und Schnittstellen zum Kunden zu handeln und auch besser steuerbar zu machen. Bitteschön, das war's von meiner Seite. Super.